Willkommen zurück zu Top Rider 2. Ja, und wir können hier das Ding nochmal einsetzen und nochmal die Musik hören. So. Ah ja. So, hier speichere ich dann nochmal eben. Ich denke mal, wir müssen hier jetzt her. Und wenn der nach oben geht, dann weiter rennen. Nein! Nein, was machst du? Ja! Ach, Lara, du kannst wieder so gut rennen. Überall an der Wand kleben bleiben. Ja, da war nämlich noch weiter hinten auch noch mal eine Nische. So. Als erstes hier rein. Boah, das ging aber gerade so gut. So, ja, habe ich schon Schaden genommen. Scheiße, jetzt lade ich noch mal neu. Ab jetzt will ich nicht mehr so viel Leben durch so eine Fallen verlieren. Kann man da nicht einfach durchrennen? Komplett? Also von der ersten Nische aus jetzt meinetwegen. Von der hier. Oder gleich zur zweiten. Ne, zur zweiten kommt man nicht. Ne, da muss man tatsächlich die erste Nische nehmen. Okay. So. An der Stelle nochmal grüße ich nochmal alle, die hier zuschauen und schreiben und liken und Zockerdance grüße ich besonders herzlich, ganz lieb. Und der und Schwarze Maske und den Ivan. So. Ja. Haben wir mal ein paar Leute gegrüßt hier. Natürlich alle anderen auch, wo ich jetzt den Namen nicht weiß, weil ich das ja hier im Voraus aufnehme. So, hier würde ich aber ganz gerne nochmal speichern. Weil jetzt kommt, glaube ich, wieder eine Stelle, die hat wieder was mit Zeit zu tun. So, da kommt er. Oh, er hat mir Schaden gegeben, jawohl. So. So, hier sind nämlich drei Hebel verteilt. Und die Decke kommt runter. Das weiß ich. Und hier liegt noch ein Medipack, das hätte ich auch gerne noch. Aber ich weiß nicht, ob wir es schaffen. Die Decke ist schon ziemlich weit unten. Und wir schaffen es. Yay! Hätte ich jetzt nicht gedacht. Oh. Weil das habe ich, wo ich es alleine gespielt habe, boah, mehrmals verkackt. Weil ihr wisst schon, zu weit neben dem Schalter, dann wollt ihr den Schalter nicht drücken. Und. So. Wassergeschichten. Ja, das ist zu hoch. Da müssen wir wohl hier rüber. Dann hier hoch. Und hier haben wir auch wieder im Wasser. Ich glaube, hier war auch ein Fisch drin. Und dann war das hier wieder so, dass die Luft so knapp wird und so. Na gut, abspeichern.
Kann sie den Fisch denn schon... Er kommt erst, wenn ich reingehe, ne? Okay, dann versuche ich mal was anderes. So. Gleich wieder hoch. Da ist er, der Fisch. Komm, geh doch raus. So, den Fisch hätten wir schon mal beiseite. So. Ja, sonst muss ich den Fisch, weil der schwimmt einen sonst andauernd hinterher und knabbert einen ohne Ende an. Das wollen wir ja nicht. So. Da ist ein Hebel. Zieh den aber. Jetzt ist da hinten die Tür zu. Das heißt, die Strömung ist... Moment. Hier war da auch noch was gewesen, ne? Weil hier ist jetzt der Raum komplett geflutet. Gucken wir erstmal hier, was hier so ist. So. Da haben wir zum Beispiel schon mal Granaten, die wir ganz, ganz dringend brauchen. Aha. Und ein großes Medipack. Oh ja, ich liebe dich. So, dann würde ich sagen, schwimmen wir mal auf die andere Seite. Da war, glaube ich, auch noch was. Ja, da oben. Oder hier war nichts. Nee, hier war nichts. Hier ist das Tor zu. Okay. Dann schwimmen wir wieder runter. Und schwimmen jetzt mal dahinter. Da ist ein Hebel. Das ist aber jetzt ein Hebel, der uns zurück... Moment, da hinten ist ein Medipack. Nein, was machst du? Wieso machst du hier eine Fackel an? Heb das Medipack auf. So, wir müssen jetzt immer schnell zurückschwimmen, aber ich würde gern... Nee, das schaffe ich nicht. Ganz schnell zurück. Weiß nicht, ob wir das schaffen. Ich brauche Luft. Ich brauche Luft. So, gerade so geschafft. Es wollte gerade mein Leben und schmeiß die blöde Fackel weg hier. So, könnte sein, das Medipack haben wir. Ich hätte auch den draußen den Hebel hier ziehen können, dann wären wir zurückgeschleudert worden. Jetzt machen wir nämlich erstmal den Hebel da auf. So, schaffen wir die anderen Hebel auch noch? Komm, zieh ihn. Oh, oh, das wird knapp, das wird knapp. Ich schwimme aber lieber mal wieder, weil es so knapp wird. Ich glaube, das war keine gute Idee. Oh, wir verlieren Leben. Schaffen wir es noch? Nein. Kurz davor hat sie einen Ferrigitus gemacht. Jetzt müssen wir nochmal alles machen. Weil ich dachte jetzt, wenn ich an der einen Wand jetzt den Hebel noch mache, dann sind wir zwar schneller wieder zurück, aber das dauert ja auch, er die den Hebel gezogen hat, ne? Aber wir versuchen das jetzt mal mit dem einen Hebel da noch. So. Ach ja, hier haben wir gespeichert, wo der... So, erstmal den Hebel. So. Dann... Okay, die können wir uns dann immer noch holen. Wir holen uns erstmal das Medipack. Und probieren das mal gleich aus mit dem Hebel hier an der Wand, der mich zurückschleudert. Weil der Hebel vorne hat jetzt nämlich hier hinten die Tür zugemacht, damit die Strömung weg ist.
So, Medipack. Aufheben. Jetzt ist die Luft auch wieder knapp. Aber wenn wir den Hebel hier schaffen. Ja, wenn wir den schaffen. Hallo. Dann müssten wir ganz schnell nach vorne hin. Genau. Aber wir schaffen es trotzdem nicht. Doch, gerade so. Okay, das lasse ich jetzt so. Ich nehme jetzt einfach mal... Ach, wir haben zwei kleine. Okay, dann nehme ich ein kleines. Muss dann ausreichen. Und speichere hier mal. Okay, da haben wir das Medipack, was wir uns da gerade geholt haben, jetzt gleich auch wieder benutzt. So, jetzt müsste ich eigentlich ja wieder den Schalter da betätigen, auf jeden Fall. So, ganz schnell hinter jetzt die Hebel machen. Oh, Lara. Ja, los, mach den Hebel. Den Hebel. So. Komm, komm, komm. Den Hebel. Nein, machst du. Mach den Hebel. Mach doch den Hebel. Ja, das muss besser klappen. Ich habe eine bessere Idee. Wir machen den Hebel unten, schwimmen dann nochmal hoch, Luft holen und dann schwimmen wir erst runter. So bleibt uns vielleicht noch 2 Sekunden mehr. So. Den. Jetzt verlieren wir ja auch schon Luft. So. Seht ihr? Die Sequenz geht und ja, Luft weg. Ne? So. Holen wir hier Luft und letztendlich müssen wir durch diese Tür hier, die ist dann offen. So, runter. Und hoffentlich schaffen wir es jetzt. Nein! Das war jetzt nicht geplant. Oh Mann, Lara. Oh, können wir vergessen. Schwimmen wir nochmal zurück. Das ist ja ätzend. Und ich glaube, von der Seite hier ist es auch besser. Weil hier man gleich zu den Wasser kommt. Da können wir uns auch gleich mal die Granaten holen. Granatas und ein Medipack. Wunderbar. Und dann speichere ich hier nochmal. So, jetzt heißt es hinter die beiden Hebel. Und dann vorne im Gang den Hebel, der uns zurückbringt. So, wenn wir jetzt ein bisschen schnell. Jetzt stellt euch vor, der ganze Zeit ist euch der Fisch hier am Arsch. Das wäre nicht schön. So, wichtig auch gleich da reinzukommen. Komm, ticker dich zu dem Hebel. Nochmal.
Ja, wenn sie hier nicht so rumeiern würde. Aber es geht noch. Jetzt werden wir ja ganz schnell nach vorne katapultiert. Und können... Ja, es wollte gerade wieder Leben verlieren. So eine... So, jetzt eigentlich ganz einfach. Jetzt schwimmen wir hier zu den Hebel nochmal, machen den nochmal. Ja, und schwimmen hier hoch. Da müsste jetzt die Tür auf sein. Oder nicht? Ja, Moment mal, ich hab doch... Wieso ist die jetzt nicht auf? Darf ich denn den, Das ist ja jetzt blöd. Darf ich den Hebel nicht nutzen, der... Oder ist das auf Zeit hier? Ist das auf Zeit hier gewesen? Den Hebel habe ich doch gemacht, ne? Sag bloß, Lara, jetzt schwimm. Schwimm um dein Leben. Die ist zu. Ich verstehe es nicht. Wieso ist die Tür zu? Weil ich sie jetzt mit dem Hebel zugemacht habe, ne? Aber die war da vorhin auch zu gewesen. Nee, das ist eigentlich nicht auf Zeit hier. Das wüsste ich. Machen wir den nochmal. Weil dann ist er ja... Oh nein, Lara. Was machst du? Schwimm doch. Mann. Ich glaube nicht, dass das hier auf Zeit ist. Oh nee. Die Tür ist immer noch zu. Da kann ich hier mal neu laden. Also irgendwas mache ich dann wohl falsch anscheinend. Hm. Weil... Ich habe das so in Erinnerung, dass das nicht auf Zeit ist. Hm, oder? Oder es muss... Moment. Der Hebel ist ja... Jetzt müssen wir den Hebel machen. So. Umdrehen. Und den Hebel. Der macht normalerweise die Tür auf, die da oben ist. So, dann kann ich hier an den Hebel schwimmen, der uns zurück... bringt, dann geht das Wasser runter. Ist richtig. Das wäre jetzt aber nicht so schlimm. So, Moment.
Ach, wir müssen hier noch durch die Tür. Genau. Das ist das, was ich falsch gemacht habe. Hier ist nämlich auch noch ein Hebel. Und der macht erst die Tür auf. Genau, der macht jetzt die Tür da oben auf. Ja, war wieder mein Fehler. Okay. So. Dann holen wir hier kurz Luft. Dann gehen wir hier wieder runter. Machen den Hebel. Ah, was für eine Hebeltheater hier. Der das Becken voller Wasser. Hallo. So, und jetzt müsste auch die Tür auf sein. Genau. So, da haben wir alles bekommen. Können wir hier gleich mal abspeichern. Bis die ganze Zeit überlegt, wo ist denn der Fehler jetzt? Ich hab doch den blöden Hebel da, ne? Aber der Hebel, ich glaube, hier gab es auch nochmal. Wir sollten nicht die gute Munition nehmen für... Ja, hier war ein Fisch irgendwo. Da unten klemmt er. Oh, den kann ich, glaube ich, auch so. Ja, die Munition hole ich mir gleich. Lass mich in Ruhe. Dummer Fisch. Oh, wo ist er? Der ist doch noch nicht tot, ne? Da ist er. Da kommt er. Komm, Fisch. So, Fischilein. Jetzt gehe ich mir aber erstmal die Munition da holen, die da unten nach. Schöne Schrot. Zweimal sogar. So. Da liegt ja da oben auch noch was. Oh, und Schnitt muss ich auch gleich wieder machen. So, Fisch, willst du mich jetzt hier nicht vorbeilassen? Ach, die macht... Ah, aber du kriegst doch gar keinen Schaden mehr. Der ist doch tot. Ach, Mann. Das ist aber ätzend hier. So, Fisch, lass uns vorbei. Ah, und guck mal über uns. Aha. Wo wir jetzt sind. Hier über uns ist das Medipack. Ah, kann man sich hier festhalten? Nee. Aber ich würde es zu gern jetzt nehmen. Es sieht doch aus, ob man es nehmen könnte, ne? Ja, kann man aber nicht. So, wo muss ich denn jetzt hin? Hier hin? Hier weiter. Oh. Stacheln. Und ein Hebel. Moment. Ich speichere mal hier so. Hier so. Und mache dann erstmal einen Schnitt. Das werden wir im nächsten Part. Die Falle. Die werden wir uns im nächsten Part reinziehen, wollte ich gerade sagen. So. Weil da hinten in der Ecke ist ein Schalter. Ich könnte mir vorstellen, dass diese Stacheln dann aber... Das schaffen wir doch niemals zurück. Gute Frage. Werden wir im nächsten Part sehen, dann sage ich mal tschüss, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Top Rider 2. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao.